Oh, willkommen zurück zu Isaac Rebirth und ja, beim letzten Mal haben wir ja uns die Challenge so ein bisschen selber kaputt gemacht und heute werden wir mal die Challenge Tank spielen und ich denke mal, da hat man einfach viel Leben, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja, ist das sogar so. Wir sind Maggie, Mask of Infamy. Die verringert ja den Schaden, soweit ich weiß. Also auch in den unteren Ebenen bekommen wir dann weniger Damage. Ich bin sehr gespannt, wie wir hier durchkommen werden mit Maggie, weil, wow, wir sind super langsam. Holy shit, hab ich mich jetzt erschrocken. Okay, what the hell. Okay. Das ist not bad. Das ist eigentlich ziemlich lustig, dass wir hier die Dinger kaputt machen können. Wir brauchen eigentlich ein ordentliches Speed-Upgrade. Holy shit, sind wir langsam, ey. Und viel Damage haben wir auch nicht gerade dabei. So, die zwei Spinnen noch. Dann haben wir es geschafft. Na komm her. Nicht mal weglaufen. Ah, Vollbombe. Hier auf jeden Fall jeden Stein kaputt machen. Man weiß ja nie. Da kann immer mal wieder so ein Durchgang sein. So ein Secret-Raum, den wir auch mal mitnehmen können. Ups. Oh, nicht getroffen werden, das ist immer sehr wichtig. Ah, hier sollte man auf jeden Fall nicht reinlaufen. In die Bombensteine. Na komm her. Ah, die Spinnen laufen immer so übelst merkwürdig. So, gucken wir mal. Hier ist der Boss. Das Ziel sollte auf jeden Fall sein, so viele Teufelsräume wie möglich zu bekommen. Denn wir haben sehr viele Herzen und können diese logischerweise dann auch gegen Teufelsraum-Items tauschen. Und das geht natürlich nur, wenn wir wenig bis gar nicht getroffen werden. Vor allen Dingen Rotherzschaden halt vermeiden. Na komm. Ja, unser Schaden ist echt immens. Wenn ihr euch das mal gebt, das ist echt der Wahnsinn. So. Man sollte immer nach einer Weile die Richtung wechseln. Na, manchmal ist sogar langsam sein doch ein bisschen besser, weil man dann, finde ich, besser auch die Bewegung justieren kann und feiner sich bewegen kann. So, der Ball of Bandage ist ganz normal, klassisch wie der Cube of Meat natürlich. So, hier gucken wir nochmal. Es dauert natürlich einiges länger hier wegen der langsamen Maggie, die auch ein bisschen dick geworden ist, wenn ich das so richtig sehe. Gucken wir mal hier rein. Manchmal sind da noch Münzen drin. Deswegen sollte man das durchaus mal mitnehmen. Kann eigentlich nicht schaden. So, jetzt ist die Frage: Gibt es hier in der Challenge einen Schatzraum? Ich denke mal eher nicht. Hier mal alles aufdecken, man weiß ja nie. Es gibt einen Sündenraum. Ah, den hätte ich eigentlich mitnehmen sollen, bevor ich. Oh, shit. Oh. Oh. Das ist ein Boss, der echt nicht cool ist. Poison Touch, okay. Weil der super schnell ist. Das ist aber jetzt der große Vorteil, dass wir natürlich jetzt in den Sündenraum trotzdem gehen können. Zwei Kisten. Einmal eine Spinne und wahrscheinlich Bomben, ne? Ne, nochmal eine Spinne. Wow. Das war ja super worth. So, ich frage mich gerade, ob es sinnvoll wäre, vielleicht in den Shop zu gehen. Wir haben zwei Schlüssel. Was gar nicht mal schlecht ist. Wir können also durchaus mal reingehen. Hier nochmal alles kaputt machen. Das Gute ist halt, dass wir für die blauen Spinnen zum Beispiel, blauen Steine zum Beispiel keine Bomben brauchen. Der Kompass wäre natürlich nicht schlecht. Wo könnte denn der Secret-Raum sein? Manchmal grenzt er sogar hier an den Bossraum an. Vielleicht ist er auch diesmal da. Nee. Schade. So, es wird echt schwierig, jetzt in der nächsten Ebene natürlich hier den Teufelsstil freizuschalten, weil wir haben nur rote Herzen. Oh, wir müssen sogar nur Mutter besiegen. Also nicht mal Mutters Herz. Das sollte eigentlich gehen. Nice.
Das war doch relativ easy. Ups. Na, bist du wohl weg. So, zack. Wow, das war, glaube ich, da hat unser Ball of Bandits uns beschützt. Oh. Oh, sind die gerade gegen den Scheißhaufen geflogen und dadurch gestorben? Ich glaube schon. GG. Oh. Boah. Das ist tricky, tricky. Oh, nee, oder? Wurden wir echt von so einer dummen Fliege getroffen? Ach, ärgerlich. Gut. Münzen haben wir auch noch nicht so viele. Aber wir gehen trotzdem mal in den Shop rein. Vielleicht ist hier noch ein blaues Herz drin. Ja, ist es sogar. Jetzt ist die Frage. Das andere Item, was da liegt, besagt, dass wir, glaube ich, immer eine Bombe mehr bekommen. Glaube ich, oder? Wir gucken mal nach. Wir haben ja hier Platinum-Gott wie immer offen. Da ist es doch. All Bomb Pickers are now plus 1 plus 1. Ja. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber ich glaube, ich nehme lieber den, das Seelenherz mit. Ja, damit hat man vielleicht nochmal eine Chance, wenn wir jetzt beim Boss... Oh, ich habe gerade kurz überlegt, komme ich da ran? Aber ich bin ja Stompy. Stompy kommt man da immer ran. Also hier schon mal Bomben mitgenommen und noch ein blaues Herz. Also, wäre natürlich jetzt super, wenn wir hier nochmal einen Teufelsdrehraum bekommen würden. Mal gucken, ob das klappt. Selbst Monstro, ne? Der ist schon arschlangsam, aber wir sind ja schon... Ey, wir sind ja so extrem langsam. Ups. Oh, der ist aber auch tanky. Aber wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Schaden. Das ist nicht so schlecht. Es ist auf jeden Fall schlechter gewesen, als wir den, Planeten hatten. Schade, keinen bekommen. Kein Teufelsstilraum. Das glaube ich echt nur deswegen, weil wir von dem, von der einen... Uiuiui. What? Kann man die verbuggen? Lustig. Das ist ja echt lustig. Nur weil wir von dieser einen Fliege getroffen wurden. Ja, da unten würde ich gerne hingehen. Wenn man hier rote Herzen tauschen könnte gegen die, dann würde ich es gerne machen. Wir könnten mal in den Arcade-Raum vorbeischauen, denn da kann man durchaus mal rote Herzen tauschen gegen Münzen. Oder gegen Teufelsraum-Items. Sin Up, Ceremonial Robes. Ceremonial. Was kann das denn? Evil Up, glaube ich nur, ne? Drei schwarze Herzen. Ein Damage, when you start the next floor. Plus ein Damage, last for the rest of the run. Das heißt, wir kriegen bei jedem Floor jetzt noch mehr Damage. Sin Up, when the depleted Black Hearts deal damage to the entire room. In a Necronomicon-Style-Effekt. Okay. Gut, dann werden wir hier nochmal ein paar Mützen füttern. Den mal Münzen hier, den Boy. Er kann ja auch die Karte zum Beispiel droppen. So, jetzt ist die Frage. Den Schlüssel können wir da nicht mitnehmen. Oder dem können wir keinen Schlüssel geben, sagen wir es mal so. What the hell? Also das ist ja echt arschig. Hätte ich das gewusst, da hätte ich es einfach liegen lassen. Nee, das lassen wir mal noch. Wir brauchen diese Bomben eigentlich eh nicht, weil das Einzige, wofür wir Bomben benötigen, ist für den Secret Raum. Für alles andere haben wir ja unser Stompy. Von daher ist das eigentlich okay, wenn wir das jetzt erstmal so mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Oh, solche Gegner sind nicht so gut. Aber wir haben ein Damage Upgrade bekommen. Boop. Nice. So, da war ein Kampfraum, dafür haben wir bei ihm nicht volles Leben.
Ich glaube, die Mask of Infamy verhindert auch, dass wir ein ganzes Herz an Schaden kassieren. Bin mir nicht sicher. Sehr gut. So, das rote Herz nehmen wir mit. Ich hoffe jetzt wirklich auf den Teufelsraum. Weil wir haben drei schwarze oder zweieinhalb schwarze Herzen und ein blaues. Das sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Wow. Okay. Der ging ganz schön schnell down. Boah. Da muss man echt aufpassen. Nice. Eine Pille. Nicht so optimal. So, gucken wir mal rein. Das ist das Bessere davon, als vorhin dieses Bomben-Pickup. Und zwar kriegt man damit immer die doppelte Anzahl. Sowohl bei Münzen als auch bei Schlüssel, Bomben, Herzen. Ist also gar nicht verkehrt. Brauchen wir aber nicht. Wir sollten jetzt mal schauen, dass wir so schnell wie möglich zum Boss kommen. Weil ich habe irgendwie so die böse Vorahnung, dass wir noch das ein oder andere Mal getroffen werden, wenn es so weitergeht. Weil die halt so arschlangsam sind, ne? Das ist halt echt bitter, Mann. Dass wir so langsam sind, macht es jetzt hier echt schwierig. Oh Gott, ey. Ah, die ganzen schwarzen Herzen. Ups. Ace of Spades, nice. Also, da ist endlich... Oh Gott. Komm schon. Oh boy. Sieht wieder nicht danach aus, als ob wir hier einen Teufelsraum kriegen. Sei denn, wir haben wirklich Glück. Und ich wette mit euch, das sage ich euch jetzt schon, dass wir, wenn wir einen Teufelsraum bekommen, dann haben wir bestimmt da wieder diese drei roten Kisten drin. Bestimmt haben wir da keinen normalen Trade. Nicht sinnvoller, wenn ich hier hingehe. Ich glaube, schießen kann er gar nicht selbst. Das ist ein sehr schwieriger Boss, wie ihr seht. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Man muss sich hier an die Ecke stellen und dann muss man erstmal die Schutztaste gedrückt halten. Das ist nicht so easy. Ah, dieser Gurdy. Ich hoffe so sehr, dass wir jetzt einen Teufelsdierraum bekommen. Aber dann muss da irgendwas richtig Geiles drin sein. So ein Speed-Upgrade oder sowas. Aber ich glaube, es gibt gar keins, oder? Es gibt höchstens den Geist. Hm, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, die Bandage. Nochmal ein AP-Upgrade. Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ja, gut. Das ist natürlich super bad. Wir gehen jetzt auch in die nächste Ebene direkt. Denn wir haben den Shop schon aufgedeckt. Da war jetzt nichts sonderlich Tolles drin. Dementsprechend brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht weiter versuchen. Ein Bosskampfraum. What the hell? Wir haben einfach der übelste Furz. Das ist auch total random, welcher von diesen Pilzen da platzt und welcher nicht. Das ist echt ein Fluch, wenn man so langsam ist. Wenn wir nicht so viel Leben hätten, wäre das echt eine super schwierige Challenge. Also so ist es eigentlich okay. Ich denke mal, wir werden die Challenge auch schaffen. Aber ist halt trotzdem super nervig, ne? Kann man ruhig mal die Karte benutzen. Lemon Party!
Hey. Ganz schön gemein. Oh. You feed feel stronger. Ich weiß nicht. Naja, das bringt nichts. You feed feel stronger bringt auf jeden Fall das, dass wir... dass wir auf die Staffeln drauflaufen können, ohne Schaden zu bekommen. Was eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Oh. Eine Bad-Trip-Pille. Die brauche ich natürlich. Ah, shit. Ah, das war richtig dumm. Das hätte man nämlich auch so machen können. Ich bin auch ein Idiot. Die Bad-Trip-Pille kann man sich immer aufheben. Denn wenn man volles Leben hat, nur noch ein Herz hat, wird diese Bad-Trip-Pille, glaube ich, zu einer Full-Health- oder Health-Up-Pille. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, eine Full-Health-Pille. So, gut. Dann der Chat. Der gute alte Chat. Einmal getroffen und kein Teufelsraum. Was? Oh Gott, das ist echt nervig. Wir brauchen eigentlich nochmal einen Schlüssel. Wir müssen eigentlich mal gucken, ob wir den Shop mal aufmachen können. Denn wir haben da hinten auch noch einen Arcade-Raum gehabt. Oh, das ist echt super räudig. Geht direkt. Ist das nicht der Springer? Oh, der ist halt cool. Schlüssel. Das ist schon mal gut. Können wir schon mal den Shop aufmachen. Also gegen die Viecher ist es auch echt räudig, wenn man da langsam ist. Okay. Dann würde ich sagen, statten wir zuerst mal dem Schottenbesuch ab. Nur Müll. Wirklich nur Müll. Weiß nicht, wir können mal die Pille mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück, ist ein Speed-Up. Wow. Okay, wir holen uns noch das blaue Herz. Und, Alter, wir sind so lahmarschig. Ich frage mich, wo die Mask of Infamy hin verschwunden ist. Ah, ne, das freut mich nicht. Nachher ist da irgendwas Räudiges drin. Das ist die Bad-Trip-Pille. Das andere sind einfach nur eine Slot-Machine, eine Portable, und die andere ist ein Remote-Detonator für die Bomben. Da kann man selber bestimmen, wann die Bomben zu explodieren haben. I found pills. Oh, nicht so nice. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, das dürfte die letzte Ebene, ne, vorletzte Ebene dürfte das sein. Wow, wir sind einfach trotzdem voll lahmarschig. Aber mal sehen. Vielleicht. Ein bisschen Schadensupgrade haben wir da bekommen. Dadurch, dass wir die Kappe auf dem Kopf haben. Paralyse. Oh. The World. Okay, da ist ein Lebensopferungsraum. Da vorne ist der Bossraum. Da gehen wir zuerst hin. Oh, der Lucky Poop. Ist eigentlich nicht schlecht. Das, erhöht die Chance, dass in diesem Scheißhaufen Items drin sind. Hey, hey, hey. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich das mal mitnehme. Hm. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Holy shit, ey.
Komm schon. Get old. Jawohl. Zack. Wow, das war close. Eigentlich könnte ich ihn theoretisch alles die ganze Zeit hinscheißen lassen und würde wahrscheinlich dann super viele Items bekommen. Gut, dann schauen wir uns mal an. Was haben wir denn hier? Oh Gott, ich wusste das. Ich wusste, dass der mich trifft, dieser räudige. Lemon Party. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das können wir direkt mal beim Boss benutzen. Wow! Ups. Hehehe. Triff mich bloß nicht. Ah, es war ja klar. Ah, ich krieg wieder keinen Teufelsraum. Ah, ist das freudig. Ah, wir kriegen aber auch keine Speed-Upgrades. Regeneration und HP ab. Das ist doch echt. Oh! Never mind. Oh! Hof Babylon. Little Brimstone. Alles beides eigentlich nicht so optimal. Frage ist, gehen wir nochmal zum Shop? Hm. Telepille. Loop. Der Kampfraum, hat der noch irgendwas Tolles? Weg damit. Okay. Lemon Party. Telepille. Oh Gott, ey. Warum teleportiert er mich nicht denn mal dahin, wo ich hin will? In den Shop. Oder zumindest in die Nähe. Jetzt müssen wir wieder stundenlang laufen. Weil wir so super slow sind. Oh, nervig. Nervig auf Doom. Ich habe ja meinen Begleiter, stimmt ja. Da war ja was. Zack. Bloop. Yay. Geht Schritt. Komm, irgendein Secret-Raum. Bitte. Da sind manchmal doch so tolle Sachen drin. Na also! Komm schon! Jetzt Teufelsding. Ach, eine normale Kiste. Ist ja voll Crap. Kann man hier vielleicht noch wegspringen oder so? Oder hier? So sad. Eine graue Kiste. Da findet man schon mal so ein Teil und dann sowas. Oh ja. Oh ja. Das will ich machen. Ich weiß, es ist räudig, Leute, aber das will ich tun. Das will ich tun. Ich will mir Münzen holen und dann. Ups. Man sieht immer, wenn er Schüsse blockt, ne? Komm schon. Gib mir ein paar Münzen. Los! 3 Münzen. Oh ja.
Das ist ausreichend. Gut, dann holen wir uns jetzt die Bibel. Ich weiß, das ist assi, aber wir werden sie trotzdem benutzen. Denn wir wollen ja die Challenge hier fertig kriegen. Zack, her damit. Temporary Flight. Ich gucke jetzt auch mal, ob es nur für einen Raum ist oder für mehrere. Ja, es ist nur für einen Raum. Bisschen dumm eigentlich, ne? Wenn es 6 Räume Abklingzeit hat, ist echt ein bisschen dumm. Also ich finde es zu lang. Aber gut. So. Wie so eine Schnecke, ey. Wenn wir hier am Durchreden. Das ist echt der Wahnsinn. So. Den Stein können wir nochmal kaputt machen. Man weiß ja nie. Und dann geht's ab in die letzte Ebene. Ich habe die Bibel jetzt einfach mal benutzt, weil ich denke, dass wir sowieso mindestens 6 Räume machen werden. Wir haben schon wieder ein Schadensupgrade bekommen. Oh. Plop. Wheel of Fortune. Wow. Wow. Quatsch, warum habe ich denn das Item aufgehoben? Ich bin auch doof. Warum habe ich ja meine Bibel ersetzt? Ich Trottel. Weg damit. Gib mir meine Bibel zurück, du Räudiger. Gibt der hier einfach die Bibel auf, ey? Oder legt die weg, eher gesagt. Dieser Perik. So räudig. Kann man hier? The Fool. Ey. Aha. Na komm schon. Wow. Ich muss echt mehr meine Item benutzen, fällt mir gerade ein. Müll. Brauchen wir alles nicht. Oh, jetzt kommt hier natürlich schon die Mutter. Dann werden wir die einfach so klatschen. Oh, was ist das denn? Bud Penny, Wealth of Gas. Stimmt, den kenne ich. Immer wenn wir einen Penny aufsammeln, furzen wir. Geh direkt, du räudiges Girl. Räudiges Girl. Alter. Wir sind so lahmarschig, ne? Ich glaube, Mutters Herz könnte man damit gar nicht besiegen mit dem Bild. Es sei denn, man hat echt Glück und kriegt Speed-Upgrades ohne Ende. Isaac! Jawohl! Zack! Rote Herz, blaue Herz und wir nehmen natürlich das Polaroid. Und gehen ab. The Rune of Anzus. Okay, wir schalten anscheinend nur Runen frei. Gut, wir haben also jetzt die 5. Challenge fertig geschafft. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal die 4. machen. Vielleicht lasse ich die auch erstmal aus und wir machen erstmal Solar System. Keine Ahnung, was das kann. Ich kenne die Challenges, wie gesagt, nicht.
Aber ihr schreibt wieder fleißig in die Kommentare und glaubt nicht, ich lese die Kommentare nicht. Ich gucke mir die nämlich an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.